Heute sprechen wir über die eine Sache, die bei allen meinen Videos bitte auf gar keinen Fall passieren darf, weil sie wird dich von einem Traumabiturschnitt abhalten. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mal mit einem Thema oder einem Videothema, was etwas außerhalb der Reihe fällt, aber genau deswegen so wichtig ist, weil es Meta ist. Das bedeutet, es geht übergreifend über all meine Videos. Ja, wenn ich irgendwie ein Video mache, wie letztens erst 15 Punkte in Musik, das findet ihr hier rechts oben. Das war sehr lustig, weil ich in meiner alten Schule war und bei meinem alten Lehrer war, deswegen check das nochmal ab, das war sehr witzig. Aber wenn ich so ein spezifisches Video mache, dann geht das nur um dieses eine Thema. Wie du zum Beispiel 15 Punkte in Musik bekommst. Aber dieses Video dient dazu, dass du alle anderen Videos, die ich mache, besser verstehst. Und deswegen bitte nimm das sehr, sehr ernst. Denn ich habe beim Bootcamp, eben da, wo wir in Prag waren und eben 10 Leuten beigebracht haben, wie sie ihr Traumabitur erreichen, wirklich one-on-one, face-to-face, persönlich, 5 Tage lang in einem extra Airbnb, in einer extra Unterkunft. Da habe ich eine Sache gemerkt. Und die möchte ich, dass auf gar keinen Fall vorkommt, weil sie verunsichert dich einfach nur so stark, dass du einfach nicht dein volles Potenzial in der Oberstufe ausschöpfen wirst. Und ich möchte nicht, meine Intention ist ja, dass du genau das schaffst. Deswegen möchte ich nicht die Ursache sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und zwar, bitte denke niemals, dass du noch diesen einen Tipp, diesen einen Hack, diese eine Strategie von mir brauchst, um dein Traumabitur zu erreichen. Du bist ready. Du bist ready. Weil was passiert ist, jeden Tag kommt ein Video, übrigens jeden Tag 18:15 Uhr, wenn du diesen Kanal nicht abonniert hast, bitte abonnieren, wenn dir der Content bisher gefällt, würde mich mega freuen und dir bringt es natürlich auch super viel. Wenn jeden Tag ein Video um 18:15 Uhr kommst und du bist einer von diesen treuen Zuschauern, deswegen vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, ich weiß, ich habe es in den letzten Videos jetzt oft gesagt, weil mir es gerade in dieser Aufnahmesession einfach mega am Herzen liegt, aber es bedeutet mir einfach super viel. Wenn du dann jeden Tag ein Video schaust, dann hast du manchmal das Gefühl, oh shit, Leo hat zum Beispiel zu diesem einen Thema noch kein Video gemacht, jetzt kann ich in diesem Fach noch gar nicht gut sein. Und das ist natürlich Bullshit. Oder du denkst dir, oh shit, wenn jeden Tag wieder ein Video kommt, was mir so krass hilft, was ist dann so nach dem Motto, oh shit, wie viele Sachen weiß Leo dann noch, die ich noch nicht weiß, die ich noch brauche, um überhaupt mal 15 Punkte zu schaffen. Aber das ist Bullshit. Leute, ich bin doch selbst erst durch 2018, habe ich doch erst selbst so viel in Bezug auf Oberstufen und Abitur verstanden. Ich habe mein Abitur ja selbst auch ohne all meine Tipps bekommen und habe trotzdem meinen Traumabiturschnitt mit 1,4 oder ja sogar 1,0 in den Abiturprüfungen geschafft. Deswegen lasst euch da bitte nicht verunsichern. Das ist mir so unfassbar wichtig. Lieber schaut ihr gar keine Videos von mir mehr, als dass ihr das Gefühl habt, ihr bräucht noch dieses eine Video, um dann da richtig gut zu sein. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass du nicht mehr meine Videos schauen sollst. Es geht nur darum, dass du dich nicht abhängig davon fühlst. Ja, fühl dich nicht abhängig dafür. Glaub an dich. Weißt du, wenn ich sage, ich glaube an dich, Mann, dann glaub doch mal wirklich auch du selbst an dich. Sodass du eben nicht mich brauchst, der dir sagt, was die beste Lernstrategie ist. Und natürlich ist die AA-Methode, wer das noch nicht gesehen hat, hier rechts oben, einmal flink. Natürlich ist die AA-Methode eine mega gute Lernstrategie. Natürlich wirst du damit vielleicht 2, 3, 4 Mal so effizient lernen, wie du es bisher gemacht hast. Aber auch ich habe ja die AA-Methode so fertig, auch wenn ich nie irgendwas von mir als fertig bezeichnen möchte, aber so in so einem kompletten Zustand, in Anführungsstrichen, hatte ich doch selbst in der Oberstufe nicht. Und trotzdem habe ich meine 13, 14, 15 Punkte geschrieben. Geht auch so. Geht auch so. Deswegen, bitte, lasst euch damit nicht verunsichern. Glaubt an euch. Ich kann es nicht öfter betonen, deswegen ist es mir so mega wichtig. Und dann auch, versteht ihr, wenn ihr das Gefühl habt, oder seid auch nicht nur unabhängig von mir, also wenn ich das Gefühl habe, ihr braucht jetzt zu irgendeiner Sache unbedingt Informationen, also nutzt auch mal Google, Mann. Googelt es doch einfach. Es gibt super viele Blogs, die euch zu den verschiedensten Themen Informationen geben. Das heißt, hört auf, irgendwie das Gefühl, es braucht noch diese eine Sache. Du bist bereit. Du musst einfach nur lernen. Ihr müsst einfach nur lernen. Für 60-70% von euch ist der einzige Ratschlag, den ihr braucht, ist, ihr müsst einfach nur lernen. Die meisten setzen sich einfach nur nicht hin. That's the point. So, du lernst einfach nicht. Dann weiß ich, dass es so 30-40% von euch gibt, die lernen schon extrem viel, aber entweder mit einer falschen Strategie, haben ständig Blackouts oder wissen nicht, wie sie die Prüfung bearbeiten sollen. Auch dazu
Haben wir ja schon Videos gemacht. Findest du auch halt auf meinem Channel, wenn du mal Leo Eckel und dann Prüfungsangst oder Leo Eckel Blackouts oder Leo Eckel Klausuren bearbeiten, was auch immer eingibst. Aber versteht ihr, es ist einfach so wichtig, dass du aufhörst zu denken, du brauchst noch irgendwas von mir. Du bist ready, fang an, setz dir ambitionierte Ziele, du kannst sie erreichen. Und wenn du da an dich so sehr glaubst, wie ich an dich glaube, dann wirst du das Ganze auch packen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.